Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis, der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Paul, 1-2 nach einem unfassbaren Spiel. Was für Worte hast du jetzt direkt nach dem Spiel? Keine. Der Frust ist extrem tief. Wir schlagen uns hier gefühlt Woche für Woche zu Hause selber. Wir machen wieder ein super Spiel eigentlich, schießen aber die Tore nicht und schießen gefühlt 2 Eigentore und verlieren das Spiel. Naja, wir machen hinten 2 Fehler durch Unkonzentriertheiten. Ob es Unkonzentriertheiten waren, weiß ich nicht. Auf jeden Fall machen wir die Fehler hinten, die halt bestraft werden. Vorne machen wir das Tor nicht und dann verlierst du halt ein Fußballspiel. Das ist leider so und im Moment können wirklich nur wir selber uns schlagen und das ist eigentlich das Traurige, aber auch irgendwo auch das Positive, weil ich trotzdem finde, ich bleibe dabei, dass wir kein schlechtes Spiel gemacht haben. Wir sind eigentlich sehr gut ins Spiel gestartet. Die ganze erste Halbzeit, auch zweite Halbzeit war eigentlich top. Wir haben ein gutes Spiel gemacht, wieder Chancen herausgespielt, immer durchgekommen. Ja, am Ende lag es dann leider wieder an den Torchancen, die wir nicht reingemacht haben. Und dann durch individuelle Fehler die Tore kassiert, ist einfach sehr bitter gelaufen. Einmal war der Ball drin, war es da ein Tor oder war es dann ein Eigentor? Ich habe ihn nicht richtig erwischt, ich glaube, es zählt dann als Eigentor, leider. Er hat gerade lange im Kreis zusammengestanden, was hat der Trainer gesagt zu diesem Spiel? Ja, dass wir das jetzt auch morgen wieder aufarbeiten müssen, dass eigentlich das wieder ein gutes Spiel war, ähnlich wie gegen Sandhausen auch, dass uns so die Tore gefehlt haben. Da hat er auch recht. Ich glaube, wir haben Dortmund keine Chance irgendwie kreieren lassen, haben die nicht zur Entfaltung kommen lassen. Wir haben wieder das ganze Spiel gemacht, haben uns 5, 6 hundertprozentige rausgespielt, die wir nicht machen. Also es war schon viel positiv wieder. Was uns wieder gefehlt hat, sind halt einfach die Tore. Wir können uns nur den Vorwurf machen, dass wir vorne keinen machen und hinten halt Fehler machen im Spielaufbau, die dann 2-mal zum Tor führen. Und das ist dann halt im Endeffekt ausschlaggebend für so ein Fußballspiel. Also wie gesagt, wir haben eigentlich ein Top-Spiel gemacht. Man kann uns, können uns eigentlich nichts vorwerfen, vielleicht die Chancenverwertung. Aber wenn wir so weiterspielen, dann sind wir eigentlich schwer zu schlagen. Früher oder später gehen dann auch die Chancen rein. Einfach so weitermachen, vielleicht noch mehr an uns arbeiten im Training, noch konzentrierter und immer weiter versuchen. Und ich glaube am Ende, wenn wir so weiterspielen, dann gewinnen wir auch wieder die Spiele. Gibt es Spiele, die frustrierender laufen können als sowas, wenn man eigentlich so ein gutes Spiel macht und am Ende keine Punkte hat? Ja klar, auf jeden Fall. Trotz alledem dürfen wir die Nerven nicht verlieren. Also wir müssen das aufarbeiten, wir müssen die Woche wieder hart arbeiten, noch härter arbeiten und dann in Ingolstadt gewinnen. Dann sind wir wieder auf der richtigen Spur. Ja klar, man macht sich dann schon Gedanken, was jetzt wieder los ist, warum der Ball nicht über die Linie will. Ich glaube, haben wir eigentlich heute uns auch nicht runterkriegen lassen. Wir haben immer weiter gespielt, immer nach vorne gespielt, Chancen herausgespielt. Ja, einfach weitermachen und wie gesagt, früher oder später geht er auch wieder rein. Am besten nächste Woche in Ingolstadt. Danke dir.